Also nach dem Studium haben wir diesen Verein gegründet, den Deutsch-Armenischen Kulturverein im Rhein-Main-Gebiet. Also Zweck des Vereins ist auf jeden Fall die Bewahrung der Muttersprache und auch also zum Beispiel das Organisieren verschiedener kulturellen Veranstaltungen, armenische Veranstaltungen, aber auch nicht nur armenische, auf jeden Fall den Kontakt zwischen den Armeniern und Deutschen zu verbessern. Wir haben bis jetzt ein paar Veranstaltungen gehabt. Zum Beispiel vor kurzem hatten wir eine Reisetour, die nannte sich Auf den armenischen Spuren in Deutschland. Wir haben zwei Klöster besucht, die in Deutschland eigentlich sehr bekannt sind, die aber nach den armenischen Bischöfen benannt worden sind, die bis jetzt in Deutschland verehrt werden. Das ist zum Beispiel Kloster Hirschau in der Nähe von Calw, also in Calw in der Nähe von Stuttgart, und Dom St. Blasius in St. Blasien. Wir haben, also was wir bis jetzt also ein paar Mal gemacht haben, das sind Präsentationen von Büchern, armenischen Büchern, die hier in Deutschland veröffentlicht werden, oder Bücher, die über Armenien erzählen. Auf jeden Fall Bücherpräsentationen oder Führungen auf Armenisch im Landesmuseum Mainz. Ja, und wir planen natürlich auch Armenischunterricht.